Manu, herzlichen Dank, dass du dir selbst für so ein bescheidenes Medium wie das unsere Zeit nimmst. Sehr gerne. 2017 haben wir auf dem Haubendacher geschrieben, 5KHD könnte so etwas wie eine neue heimische Supergroup werden. Und wir hatten recht, nun steht ein neues Album an. Es geht ein bisschen um die Kunst, die den Künstler oder die Künstlerin frisst. Erzähl mal. Also das Creation is Creator, Creation Eats Creator, der Albumtitel von unserem Akustikalbum, das ist eigentlich eine Textzeile von einem Song, der heißt Selfish Lover. Und der ist von unserem zweiten Album, das heißt High Performer. Und Creation is Creator war schon mal davor, sogar als Albumtitel im Gespräch. Und jetzt haben wir diese Gelegenheit genutzt. Es geht irgendwie einfach die Thematik, also die Mira ist ja für die Texte verantwortlich. Das heißt, so inhaltlich kann sie am meisten dazu sagen. Es ist halt, der Titel verrät eh, worum es so circa geht. Es ist ein bisschen die Beschäftigung mit dem, was wir als Menschen schaffen und was uns selber auffrisst einfach. Mhm. Ja. Das würde mich vielleicht zu einer meiner letzten Fragen bringen auf meiner Liste, weil es da ja schon auch vielleicht ein bisschen eben um Ausbeutung, Selbstausbeutung gehen könnte. Versprochen, die einzige quasi politische Frage, der Alexander Köck von der schon auch sehr superen Band Karikari ist im Sommer breiteren Kreisen aufgefallen, als er im Burgenland die miserable Bezahlung von MusikerInnen anprangerte. Wie prekär ist denn das Leben im Pop? Seid ihr jetzt zum Beispiel aus dem Schlimmsten raus oder ist es immer noch so, dass man das Gefühl hat, man frisst sich da eigentlich selber auf? Meinst du jetzt mit dem Alter quasi aus dem Schlimmsten raus oder jetzt über die Pandemie aus dem Schlimmsten raus? Ich meine vielleicht von der Situation der Band. Also ihr seid natürlich prinzipiell jetzt schon wirklich super gebucht. Nur ist natürlich die nächste Frage, wie viel von den Konzerten werden stattfinden. Aber ökonomisch seid ihr aus dem Schlimmsten raus? Also, oder ist das trotzdem Prekariat? Das kann man leider nicht eindeutig beantworten, weil das ist halt von Land zu Land unterschiedlich. Wir wollen halt irgendwie auch raus aus Österreich. Und je weiter weg, umso schwieriger wird es halt irgendwie, weil natürlich der Bekanntheitsgrad ein bisschen sinkt. Und trotzdem wollen wir halt irgendwie was aufbauen. Und da muss man dann immer wieder überlegen, wie viel will man da halt investieren. Letztendlich ist es auf jeden Fall so, dass wir alle fünf aus der Band Vollzeit freischaffende, selbstständige Musikerinnen sind. Und es alle machen so, dass sie von mehreren Projekten nur leben können. Dass es wirklich mit einer Band allein funktioniert, ist glaube ich, nur den wenigsten gegönnt. Oder viele müssen halt unterrichten nebenbei oder haben halt noch einen steady Job oder irgend sowas. Und ja, wir machen es quasi ein bisschen über die Risikostreuung mit vielen verschiedenen Projekten. Und das ist halt auch ein bisschen das Spannende, glaube ich, was uns auch ein bisschen ausmacht, dass wir in sehr vielen unterschiedlichen Musikbereichen und Szenen tätig sind. Und das also für mich persönlich als Manu Meyer, Solo-Künstler quasi, wenn man so will, das ist ein bisschen so kann so als Kern meines kreativen Schaffens auch beschrieben werden, irgendwie dieses Verbinden von so verschiedenen Soziotopen und Klangwelten. Sei es die zeitgenössische Klassik, der Indie-Pop oder der experimentelle Jazz. Kommen wir vielleicht kurz zum aktuellen Album, das ja auch Anlass für unser Gespräch ist. Das Album geht einen Schritt weiter als bisher und ist rein akustisch, also bis auf die Mikros unplugged, würde man sagen, oder hatte man früher mal gesagt, also mehr oder weniger ohne Strom. Warum eigentlich dieses, um jetzt den Energieverbrauch zu reduzieren, oder war das jetzt tatsächlich halt ein musikalisches Konzept, dass man vielleicht auch stärker wieder an die eigenen Wurzeln geht? Du hast ja schon gesagt, Jazz ist unter anderem auch eine Wurzel. Auf jeden Fall, ja. Die Mira hat das immer wieder in Interviews gesagt, so ein bisschen ein Back to the Roots. Da habe ich mich dann immer kurz gefragt, ist das jetzt wirklich Back to the Roots? Oder die Idee ist irgendwie aufgekommen, weil ich ein Porträt hatte im Porgy & Bess und ich mir gedacht habe, es wäre super, wenn wir mit 5KHD auch da spielen, aber ein normales Konzert könnten wir so auch machen und vielleicht irgendwas anderes ausprobieren. Und so ist zum ersten Mal diese Idee mit dem akustisch ins Spiel gekommen, weil im Porgy gibt es einen super Flügel, ein großes Klavier. Und ja, das Schöne war, die Umsetzung ging irgendwie ganz leicht und es
Was mich interessiert hat, glaube ich, war auch, dass man als Band immer wieder unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Und dieses elektronische Setup, wie wir es jetzt ein paar Jahre lang hatten, hat sich aus meiner Sicht gar nicht erschöpft, aber es ist trotzdem spannend, eine andere Herangehensweise mal auszuprobieren. Und es hat sich dann als sehr inspirierend erwiesen für alle Beteiligten, weil man auf einmal andere Facetten von unseren eigenen Songs entdecken konnte und gemerkt hat, dass die Songs auch so tragen, ohne viel zusätzliche Effekte und so weiter. Und es ist den angenehmen Nebeneffekt hat es dann auch noch eben, dass man sich ein bisschen so denken kann, ja, da verbraucht man auch noch ein bisschen weniger Energie, das stimmt total. Ich weiß gar nicht, für mich ist was immer so, ja, wenn wirklich alles zugrunde geht und die Creation is Creator eben und wenn dann wirklich alles zu spät ist, dann kann man immer noch ohne Strom im Dunkeln akustisch spielen. Das ist schon ein schöner Gedanke, finde ich, so ein bisschen ein Safety-Netz. Aber es war nicht vordergründig der Auslöser für das Ganze. Das Resultat, würde ich mal sagen, ist intimer, also es ist sehr intim, es ist eine sehr intensive Platte. Möglicherweise ist sie vielleicht jetzt nicht ganz so breitenwirksam, werden wir sehen, aber das wäre jetzt einmal meine Arbeitshypothese, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ist es unter Umständen auch bewusst, um zumindest einmal in Österreich ein bisschen runterzukommen von der Spirale, die sich da möglicherweise angebahnt hat? Ich glaube, das Akustikprogramm war, da gibt es jetzt keinen Hintergedanken dazu, was man damit quasi für die Band jetzt machen will. Es ging in erster Linie wirklich um die inhaltliche Überlegung und die soundästhetische Herangehensweise, die uns einfach interessiert hat. Und ja, es könnte natürlich sein, dass das jetzt dann weniger Leute hören. Andererseits erreicht es wieder vielleicht ganz andere Leute. Und das ist, glaube ich, auch das, was uns vielleicht ein bisschen ausmacht, dass wir eben einerseits eben auch auf Indie-Radio gespielt werden und dann aber auch viel im Klassik-Radio und einfach da unterschiedliche Leute für etwas, also zu inspirieren oder auch dazu anzuregen, sich selbst für unterschiedliche Dinge zu interessieren und nicht irgendwie oder zu anfangen zu suchen und so weiter. Und ich glaube, das ist das Wesentliche für uns, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Und jetzt ist es ein Akustikalbum, was man vielleicht eher im Jazz-Kontext verorten würde, wenn man es jetzt oberflächlich betrachtet. Und letztes Jahr haben wir dann auch so eine super Pop-Single herausgebracht. Also ich glaube, es ist irgendwie, es ist alles erlaubt, was Spaß macht. Ich glaube, das ist schon das Wesentliche für mich, dass es inspiriert und Spaß macht. Ja. Von wegen neues Publikum, ihr habt heuer bei der Styriade gespielt, vor einem Publikum, das wahrscheinlich ein bisschen älter ist als üblich bei euch. Wie waren da die Reaktionen? Ja, sehr positiv. Also sie haben sich noch nicht ganz darüber getraut, uns unser eigenes Programm spielen zu lassen. Darum haben sie uns damit beauftragt, Coversongs zu spielen, die schönsten Liebeslieder aus den letzten 60 Jahren, wo wir anfänglich auch ein bisschen skeptisch waren, ehrlich gesagt. Aber es hat sich dann als sehr, sehr schön herausgestellt, das Ganze. Und wir waren alle total glücklich mit dem Ding. Wir haben von Björk Nummern gecovert, von Alabama Shakes bis hin zu Whitney Houston. Also quer durch die Bank und das war wirklich eine super Sache. In der Helmut-List-Halle zwei Sets mit wechselndem Publikum, zweimal vor 300 oder vor 500 Leuten circa. Und für uns quasi älteres Publikum, die Styriate von der anderen Seite her wollte mit uns jüngeres Publikum auch zur Styriate bringen. Also es ist so ein bisschen eine wechselseitige Wirkung gewesen. Und ja, also die waren hellauf begeistert. Das war ein sehr schönes Erlebnis eigentlich. Ja. Jetzt war paradoxerweise das Seuchenjahr 2020 für euch eigentlich sehr erfolgreich. Jetzt wahrscheinlich nicht, was die Live-Konzerte angeht, aber zumindest was die Preise angeht. Amadeus Austrian Music Award, Music Moves Europe Talented Award. Was löst sowas aus? Stärkere Buchungen, viel mehr Downloads? Wie merkt man das?
Ja, im Management-Jargon sagt man, alles, was das Grundrauschen erhöht, hilft. Und das bringt natürlich was. Ja. Direkte Auswirkungen sind immer schwer nachzuvollziehen. Aber ja, also dieser unaussprechliche Award, der Europe Music Moves, Europe Talent Award, der wurde im Rahmen vom Eurosonic vergeben, von dem größten Showcase-Festival Europas. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir den bekommen haben. Das war auch finanziell eine ganz gute Spritze für so Tourneen und Ausgaben. Auf den Amadeus Award bin ich persönlich auch ziemlich, also recht stolz, weil ich als Produzent als Mitproduzent vom Album für eben den Best Sound Award bekommen habe. Ich finde es auch eine sehr schöne Kategorie innerhalb des Amadeus Awards, weil da quasi nur die eingetragenen Produzenten und Mischer, die bei der Wirtschaftskammer als Produzenten und Mischer eingetragen sind, darüber abstimmen, wer den Award bekommen soll. Also quasi eine Fachjury. Und das ist dann irgendwie schon ganz schön, die Bestätigung dafür zu bekommen, für das High-Performer-Album. Und ja, wir sind trotzdem in erster Linie eine Liveband. Und dadurch, dass keine Live-Konzerte möglich waren, konnten wir das jetzt nicht ganz so gut ausnutzen, leider. Das ist eben ein nächstes Stichwort. Ihr habt so einen sehr dichten Tourplan, wenn man jetzt auf die Website schaut, vom Donauinselfest über Belgien, Niederlande, Luxemburg, über Deutschland bis nach Graz am 23.10. Das kann man auch gleich mal ankündigen im Dom im Berg. Tags darauf dann schon wieder bei der Ars Electronica. Zugleich wissen wir natürlich heute und hier jetzt nicht so genau, wie es im Oktober, November oder sonst wie weitergeht. Wie geht es dir jetzt mit der Situation? Weil man hat jetzt da einen unheimlich dichten Plan, aber möglicherweise keine Ahnung. Was genau, wie genau? Ja, es fängt schon zu wackeln an. Es ist sehr frustrierend. Das sind teilweise Termine in dieser Tour, die schon vom Frühjahr 2020 verschoben wurden und schon zum Teil zum dritten Mal verschoben worden sind. Und ich kann nicht ausschließen zum jetzigen Zeitpunkt, dass einige Termine wieder verschoben werden müssen. Ja, das ist leider klar. Und das ist als tourende Band oder als Künstlerin und Musikerin allgemein gesagt ein Wahnsinn, halt innerhalb Europas in verschiedenen Ländern unterwegs zu sein, ist ein extremer Aufwand. Man muss überall die Bestimmungen halt kennen und schauen, dass man gut vorbereitet ist dafür. In Deutschland gibt es in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Ja, und man kann davon ausgehen, dass wo in Holland jetzt zum Beispiel die Regelungen der Zeit schon streng sind. Und wir spielen dann nach dem 20. September. Am 17. September bekommen sie Bescheid, wie die neuen Regelungen ausschauen werden. Man kann davon ausgehen, dass sie nicht lockerer werden. Und ja, es ist für viele Veranstalter sehr schwierig. Also gerade im Indie-Bereich, glaube ich, wo es wirklich um die Kartenverkäufe zu 100% geht. Ja, sehr große Herausforderung. Werden wir sehen, ob wir da wieder mal verschieben werden müssen. Etwas, was hoffentlich stattfinden wird, aber du wirst wahrscheinlich nicht dabei sein. Mira Lukovac am 15.09. in Hartberg. Ich erwähne das extra, weil ich es dem Klaus versprochen habe, dass ich es auch erwähne. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Konzert und das wird ja zumindest stattfinden. Das vielleicht mal so für unsere Leser und Leserinnen, Hörer und Hörerinnen. Das Album ist jetzt draußen, ich glaube, so ziemlich genau heute, oder? Ist Aber veröffentlicht. ich glaube am Freitag, am 10. Okay. Ja. Wunderbar. Rezension wird es dann schon auf dem Haubendach geben. Man kann jetzt schon sagen, es ist eine unheimlich ja, intensive, intime Platte. Es hat mich überrascht, muss ich sagen, in all der Art. Große Empfehlung an dieser Stelle, muss man auch sagen. Ich wünsche euch einmal auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Album. Möglichst viele von diesen Konzerten. Ja, danke. Ja, aber ernst. Ja. Ich hoffe auch, dass das Graz 23.10. stattfinden wird und ich hoffe, dass eure Pläne aufgehen. Danke dir mal, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr, sehr gern. Danke fürs Gespräch.